Hi, my name is Anja Kampmann. I'm the author of Wie hoch die Wasser steigen, Highest the Waters Rise, translated by Anne Poston. I'm going to read a passage from the back of the book, a flashback of one of the protagonists. Später hatte es andere Nächte gegeben. Ein Pub in der Nähe von Aberdeen, Fischer, Hochseefischer und Ölleute. Ein Helikopter war abgestürzt. Er hatte sich in der Luft gedreht und war mit der Maschine zuerst ins Wasser gestürzt. Es war die Trauerfeier für die Boys, junge Rotzer, Ingenieure, die es im 6 Grad kalten Wasser der Nordsee nicht geschafft hatten. Und sie waren beide da, Václav und Matthias. Und sie wussten, dass es etwas anderes war als der künstliche Rauch und die Wellenmaschinen bei den Übungen, die sie alle paar Jahre absolvieren mussten. Es war etwas anderes als die Städte in ihrem sicheren Schweigen. Als hätte man ihnen die Haut aufgerissen und etwas anderes, etwas wie Seele schaute da hervor. Das hatte er gedacht, dass dieses Wort nur Sinn hatte inmitten von ihnen. Hi, I'm Anne Poston. I'm the translator of Anja Kampmann's Wie hoch die Wasser steigen, High as the Waters Rise. Later, there had been other nights. A pub near Aberdeen, fishermen, deep sea fishermen, and oil people. A helicopter had crashed. It had flipped in the air and had crashed engine first into the water. It was the memorial service for the boys, young punks, engineers who hadn't made it in the 6-degree water of the North Sea. And they were both there, Václav and Matthias. And they knew that this was different from the artificial smoke and the wave machines from the exercises they had to pass every few years. It was different from the cities and their safe silence, as if someone had torn away their skin and something else, something like a soul, showed through. That's what he'd thought, that this word only had a meaning among them.